Willkommen beim Vitamin Berge Podcast, heute Episode 7. Zu Gast heute bei mir ist Dominik Berchtold. Wir reden 30 Minuten lang über Fotografie, die Berge, seine Heimat, das Kleinwalsertal und das Allgäu und was MacGyver mit der Fotografie zu tun hat. Passend dazu heute, MacGyver war Geheimagent, James Bond auch, Folge 007, passt also wie die Faust aufs Auge. Es lohnt sich auf jeden Fall dran zu bleiben und zuzuhören. Ich wünsche euch viel Spaß. Wir sind heute hier auf dem Kanzelwand-Bergstation. Im Hintergrund sehen wir Nebelhorn. Jetzt musst du mir helfen. Hochvogel. Höfatz, Schattenberg so ein bisschen. Mhm. Ja, wir sind mit der Gondel hochgefahren. Bei mir ist der Dominik Berchtold. Hallo Dominik. Hi Robert. Erzähl kurz, wer bist du und was machst du? Also ich bin der Dominik, ich bin jetzt 26 Jahre jung, komme aus dem Kleinwalsertal, bin seit gut einem Jahr freiberuflicher Fotograf und bin gerne in den Bergen unterwegs, sei es privat oder beruflich, genau. Du bist also hier im Kleinwalsertal aufgewachsen oder? Genau, bin im Kleinwalsertal aufgewachsen, habe da bis ich 22 war gewohnt, aber bin halt dann wegen meiner Ausbildung nach Kempten gezogen und inzwischen wohne ich in Immenstadt. Okay, also quasi aus Österreich geflüchtet und nach Deutschland eingezogen. Ja gut, ich bin aber halber Österreicher und halber Deutscher, also... Das Kleinwalsertal gehört ja quasi fast schon zu Deutschland, kann man ja sagen. Also ich kann mich noch an die Zeiten der D-Mark erinnern, wo es quasi hier auch D-Mark gab und eher weniger den Schilling. Genau. Wie bist du denn zum Fotografen geworden? Also hast du das schon immer gemacht oder hast du da auch vorher eine andere Ausbildung gemacht? Also ich habe jetzt eigentlich früher schon immer ganz gern fotografiert. Dann gab es mal eine Zeit lang, wo ich gar nicht fotografiert habe. Dann also mit 19, 20 haben wir dann auf einmal wieder eine Kamera gekauft. Das war dann so eine Bridge-Kamera. Die Bridge-Kamera hat dann eigentlich nach 3 Monaten nicht mehr gereicht, weil die halt einfach... Das ganze fototechnische Zeug und so weiter habe ich halt mehr oder weniger einfach aufgesaugt. Und dann habe ich mir halt meine erste Spiegelreflex gekauft, habe dann mein Fachabi gemacht, habe dann nur ein Jahr gejobbt und dann habe ich meine Ausbildung bei der Allgäuer Zeitung in Kempten eben begonnen und genau. Im Februar 2015 abgeschlossen und jetzt bin ich seit Juni 2015 selbstständig. Also bist du quasi wirklich schon seit eh und je, also dein ganzes Berufsleben mal Fotograf. Genau. Wenn du noch mal 18 wärst, oder sagen wir so, wann macht man das Abi? Ich war ein bisschen älter. Okay. Die Gründe sagen wir jetzt lieber nicht. Wenn du noch mal quasi nach dem Abi oder Matura oder wie man es auch immer nennt, wärst und würdest du es wieder machen? Würdest du diese Berufslaufbahn Fotograf noch mal einschlagen? Definitiv, aber... ist jetzt echt oft so, dass irgendwelche Leute zu mir herkommen und sagen, hey, meine Nichte, die fotografiert ganz gut, die würde ganz gern vielleicht eine Ausbildung als Fotografin oder als Fotograf machen. Und man muss halt wirklich dafür leben, weil sonst hat man jetzt dann da eher weniger Auftrag. Außer man will jetzt natürlich in einem Porträtstudio hocken und jeden Tag Passbilder machen, aber das wäre jetzt, sage ich jetzt mal, darauf hätte jetzt nicht erstrebenswert. Genau. Und was meinst du, ist es dann besser, direkt, also quasi bei einer Zeitung anzufangen oder sei es online, was auch immer, oder also ist wirklich das Handwerk dort zu lernen oder auf gut Glück, ich mache gute Fotos, alle sagen, ich mache gute Fotos und dann direkt in die Selbstständigkeit? Also eine klassische Ausbildung, also ich bin ja Geselle im Fotografenhandwerk offiziell, bieten die Zeitungen eigentlich ganz selten an. Das war jetzt bei mir einmal so ein Sonderfall so ein bisschen. Inzwischen machen sie auch wieder ein Volontariat, dass sie ein Volontariat anbieten. Aber ich fand das halt eigentlich echt ziemlich cool, weil ich habe halt dann einfach 2 komplett verschiedene Seiten von der Fotografie mehr oder weniger kennengelernt. Zum einen in der Berufsschule
sitzt man halt dann mit Fotografen in der Klasse, die dann halt irgendwie bei einem Fashion-Fotografen oder bei einem Werbefotografen die Ausbildung machen. Und das ist halt eine komplett andere Art der Fotografie. Also rennt man halt dann mit einem Belichtungsmesser rum, checkt immer. Und mei, auf der Berufsschule lernt man halt dann das ganze Technische und Gestaltungsregeln und das ganze Pipapo, wo man halt dann für die Gesellenprüfung mal lernt und danach wahrscheinlich dann auch wieder vergisst, wie man, keine Ahnung, irgendwelches Zeug berechnet und so weiter und so fort. Man lernt natürlich auch ein bisschen die Bildbearbeitung und so weiter. Und deswegen, bei der Zeitung ist es halt einfach eine komplett andere Art der Fotografie. Also ich meine, da gibt es eigentlich auch keinen Termin, wo man jetzt sagen kann, hey, sorry, das Licht war scheiße, ich konnte nicht fotografieren. Und da muss man halt dann einfach kreativ sein. Man macht dann viel Sport, man macht Kultur, man kriegt halt unglaublich viel mit und das macht halt dann echt einen Spaß. Und so eine Ausbildung würde ich auf jeden Fall nochmal machen. So. Also könnte man so ein bisschen sagen, dass die Fotojournalisten, oder wie nennt man das offiziell, genau. Fotojournalisten, so die MacGyver unter Fotografen sind. Also keine Gestellten oder keine Laborbedingungen, sondern du musst mit dem klarkommen, was es ist. Ja klar, also gibt halt, wie gesagt, keine Situation eigentlich, wo ich jetzt sagen kann, ich meine, wenn man jetzt irgendwie Werbefotograf ist oder sonst was und das Wetter ist schlecht, dann macht man logischerweise keine Fotos, aber wenn du halt dann als Pressefotograf unterwegs bist, da kannst du nicht sagen, hey, sorry, das Wetter ist mir zu schlecht, oder wenn man auf einem Konzert ist oder sowas, kann man auch nicht sagen, hey, sorry, es war zu dunkel, ich konnte keine Fotos machen. Da muss man sich halt irgendwas einfallen lassen. Genau. Du machst ja beide, also was heißt beides? Also wir haben uns ja vor Anfang Mai beim Bezirksmusikfestival. Das war Mitte Juni. Mitte Juni, genau. Jetzt haben wir Juli. Mitte Juni war das. Genau. Haben wir uns ja beim Bezirksmusikfestival abends im Festsaal gesehen oder getroffen. Jetzt heute hast du hier den Kanzelwandtrail fotografiert. Morgen bist du bei der Weiser Ultra Trail auch mit an der Strecke. Genau. Was macht mehr Spaß? Also mir macht beides ziemlich viel Spaß. Es sind halt zwei komplett verschiedene Sachen irgendwo. Aber gerade irgendwelche Events und so weiter und so fort, das macht mir einen Heidenspaß. Also da ist es auch wurscht, ob es irgendwie ein Bezirksmusikfest ist oder sonst was. Privat würde ich wahrscheinlich jetzt eher weniger hingehen, aber zum Fotografieren macht es mir echt tierisch Spaß. Und so Walser Trail Challenge, Sport und so weiter, das macht mir fast am meisten Spaß. Also gerade die Sportfotografie hat es mir ziemlich angetan. Und was ist dann jetzt zum Beispiel, also der Kanzelwandtrail, der ist ja wirklich nur im Berglauf, also nur berghoch. Was ist da jetzt so die Challenge, die Herausforderung für den Fotografen? Was muss er da beachten? Was sollte mit drauf sein? Schön ist natürlich, wenn man jetzt einen Berglauf fotografiert oder irgendeinen Ultralauf durchs Gebirge, wenn man natürlich Berge mit drauf hat. Logisch. Es war heute natürlich super geile Bedingungen. Schauen wir mal, wie es morgen wird. Schön ist natürlich auch, wenn man sich jetzt an irgendwie, weil beim Kanzelwand Trail geht es ja nur bergauf eigentlich, nur ein kleines Stück bergab, sprich ich würde jetzt niemals irgendjemand im Downhill fotografieren, sondern wirklich irgendjemanden beim Bergauflaufen. Warum nicht? Ja, weiß auch nicht, man muss ja irgendwie die Charakteristik von dem Lauf widerspiegeln, weil das soll ja natürlich auch... Achso, beim reinen Berglauf machst du keinen Downhill, okay, ja. Genau, also auch wenn es jetzt da wie hier so ein kleines Stück ist, aber das sind jetzt 200 Meter, wo es bergab geht und sonst halt 9 Kilometer bergauf. Und da haben wir jetzt auch bewusst oben fast an die höchste Stelle gestellt. Die war ein paar Meter weiter drunten, weil da sind die Leute dann schon ziemlich abgekämpft und heroische Fotos. Verschwitzt und genau. Hofft man zumindest, dass sie verschwitzt sind. Aber wenn ich den Sieger gesehen habe, der hier wirklich in einer Stunde hochgelaufen ist, da war jetzt nicht so viel Schweiß dran. Ja, hat ja auch schon beim Nebelhorn Berglauf geübt. War ja auch, glaube ich, Zweiter. Genau. Klar, so ein Wetter jetzt hier super, auch schon für die Kamera. Was machst du denn, wenn es jetzt regnet? Also letztes Jahr beim Weiser Ultra Trail war richtig beschissenes Wetter. Wir hatten Regen, fast schon Schnee. Ja. Wie gehst du dann damit um? Sagst du dann, ja, nee, heute nicht? Oder wie schützt du deine Kamera? Weil dieses, also auch wenn man wandert oder Rad fährt und man hat die große Spiegelreflex dabei, hat man ja doch schon so ein bisschen Bammel, dass da Wasser reinkommt. Das
die irgendwie kaputt geht oder was auch immer, was machst du dagegen oder wie schützt du die? Also eigentlich schütze ich meine Kamera fast nie. Also ich packe sie jetzt eigentlich fast nie in eine Tüte ein, also selten Gott mal. Vertrauen. Gott vertrauen, ich meine, wenn man für eine Kamera irgendwann mal 6.000 Euro verlangt, dann muss die schon auch einiges abhaben und meine Kamera ist jetzt auch nicht mein, das ist halt mein Werkzeug und die hebt auch echt sehr viel aus. Also gestern lag sie auch erst wieder im Dreck. Und finde ich gut. Was hast du für eine? Eine Nikon D3S. Nikon D3S. Okay, ich bin Canonianer, von daher... Genau. Ist jetzt schon ein bisschen ein älteres Semester. Ich hoffe, dass ich mir jetzt dann auch demnächst mal ein bisschen upgraden kann und mir eine neue kaufen kann. Aber das war halt vor, keine Ahnung, 4-5 Jahren war das Flaggschiff von Nikon und die müssen dann schon einiges abhaben und abkönnen. Hauptsache wasserdicht. Genau. Was ist dein Lieblingsmotiv? Also du hast ja schon gemerkt, du machst gerne Sport, du gehst gerne auf Festivals oder so Partyzelte. Also Events quasi. Events. Genau. Aber was ist jetzt wirklich, wenn du dir das aussuchen könntest, was ist das Top 1? Also ich fotografiere unglaublich gern Menschen. Ich fotografiere auch unglaublich gern Menschen bei der Arbeit. Also ich fotografiere unglaublich gerne Sportler. Was ist mein absolutes Favorite-Motiv? Ja, gute Frage. Kann man jetzt, glaube ich, nicht so beantworten. Also die Leute müssen halt einfach was machen. Porträts oder sowas, das mache ich jetzt gar nicht. Das macht mir jetzt auch nicht unbedingt Spaß. Aber sobald die Leute halt irgendwie arbeiten, Sport machen oder sonst was, genau, das ist dann meine Baustelle. So Reportagenstil, genau. Wie schaut das mit Bergpanoramen aus? Ja, so Landschaftsfotos mache ich zum Beispiel eigentlich auch ganz gern, aber das ist dann eigentlich eher mehr so Hobby. Also dann mal zu Sonnenaufgang, Sonnenuntergang irgendwo auf dem Berg, das ist natürlich super geil. aber man kann jetzt nicht großartig viel Geld damit verdienen oder davon leben oder sowas. Da muss man halt dann wirklich ein kompletter Crack sein und darf nichts anderes machen, wie auf dem Berg oben übernachten und Sonnenauf-, Sonnenuntergang fotografieren und genau. Da bist du eigentlich schon beim richtigen Thema, das habe ich mir nämlich aufgeschrieben. Was ist besser, Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang? Also kann man jetzt so pauschal nicht sagen. Kommt halt immer ganz auf den Berg an, auf den man geht. Es gibt Berge, da ist natürlich der Sonnenaufgang super, super schön. Es gibt aber Berge, wo der Sonnenuntergang einfach traumhaft ist. Kommt auch ein bisschen auf die Jahreszeit drauf an. Also ich mag beides gern. Wobei mir Sonnenuntergang fast lieber ist, weil da muss man nicht so früh aufstehen. Geht mir ähnlich. Jetzt war ich vor 3 Wochen, wo ich hier war. Da war ich früh, um 4 bin ich, glaube ich, losgelaufen, dass ich dann zum Sonnenaufgang da drüben, habe ich ein Foto gemacht, das war natürlich sensationell, wie da hinten alles über dem Nebelhorn aufging. Mhm. Jetzt hat mir der Lukas Rinner gesagt, der hier auch aus dem kleinen Weisetal kommt, vom Fellhorn am Abend mit dem Gottesacker muss wohl auch sensationell sein. Was auch super schön ist, ist vorne die Gernspitze da. Da kann man auch wunderbar einen Sonnenuntergang fotografieren, anschauen. Ich glaube, im Juni ist es auch, da geht die Sonne, also siehst du da hinten Gottesacker, da gibt es dann, hinterm Gottesacker kommt das Martal und im Juni war das, glaube ich, da geht dann die Sonne direkt im Martal unter und das sieht dann schon richtig cool aus. Also deswegen sage ich ja, also auf der Seite ist dann eher der Sonnenuntergang schöner wie jetzt der Aufgang. Müsste ich vielleicht, ja, mal gucken, vielleicht komme ich ja morgen dann beim Lauf in die Richtung Sonnenuntergang. Genau. Wenn es nicht gewittert und blitzt. Genau. Schauen wir mal. Du hast im November 2015 in der Kategorie Nachwuchs beim Pressefoto Bayern 2015 mit einer Reportage gewonnen. Helden der Nacht. Erzähl mal was darüber. Was ist das? Also Helden der Nacht war eigentlich mein freies Gesellenstück. Also bei der Gesellenprüfung, da muss man natürlich auch Fotos machen. Logisch. Und da kriegt man halt zwei Themen vorgegeben. Das ist einmal ein Thema im Ausbildungsschwerpunkt. Ausbildungsschwerpunkt war bei mir Porträtfotografie. Und eins außerhalb vom Schwerpunkt, das war dann bei mir die Werbefotografie. Da musste ich einmal im Februar eine Werbeaufnahme für eine Fahrschule machen mit mindestens 3 Fahrzeugklassen, was natürlich ein bisschen schwer ist. Motorrad im Winter ist irgendwie nicht so cool. Ging aber trotzdem, habe ich trotzdem irgendwie gemacht. Und das zweite Thema war eine Zitronenpresse, Werbeaufnahmen von der Zitronenpresse.
Genau. Und dann das dritte Thema, da ist man komplett frei. Da darf man machen, was man will. Sollten halt mindestens 3 Fotos muss man abgeben. Und da jetzt eigentlich eher im Bereich der Reportage unterwegs bin, war das eigentlich für mich ziemlich klar, dass ich auch eine Reportage mache. Habe mir zuerst überlegt, ob ich, weil genau, also man hat halt 2 Wochen Zeit, um das anzufertigen, drucken zu lassen und abzugeben. Und genau in dem Zeitraum wäre eigentlich auch Weltcup im Skispringen der Damen in Oberstdorf gewesen, aber da ist mir dann aufgefallen, dass jetzt irgendwie ein Föhnsturm über Oberstdorf reinbrechen, Skispringen absagen, wird abgesagt und dann kann ich keine Fotos abgeben, weil im Vorfeld muss man auch eine Konzeption abgeben, wo man halt die verschiedenen Bildmotive schon mal irgendwo beschreibt und was für Equipment man verwendet und der Verwendungszweck und das ganze Zeug. Also muss man schon ein bisschen durchplanen. Und dann habe ich mir halt einfach überlegt, was ist im Winter, wer arbeitet im Winter oder was findet auf jeden Fall im Winter statt. Und dann sind mir, ich weiß nicht mehr, wie ich da drauf gekommen bin, auf jeden Fall sind mir auf einmal die Pistenraupenfahrer eingefallen, weil Pistenraupenfahrer fahren immer, egal welches Wetter ist. Also die müssen ja quasi raus und dann war ich halt, ich glaube insgesamt war ich 4 Nächte mit denen unterwegs und habe halt da Fotos gemacht. Das eine Mal war es dann auch mal in der Früh, sonst war es eher immer gegen Abend und das war schon super cool. Wie hast du es denn gemacht? Es ist ja doch sehr dunkel und sie haben ja doch, also sie haben zwar einen Strahler, der auch viel abdeckt, aber es ist trotzdem stockfinster. Wie hast du es denn gemacht? Mit Blitz oder mit, hat es gereicht, dass die gestrahlt haben? Haben die dann für dich, sind die stehen geblieben und du hast das Licht von denen ausgenutzt oder wie hast du das gemacht? Ja, sowohl als auch. Also ihr habt schon auch geblitzt. Das Problem war, ich habe es mir ein bisschen leichter vorgestellt. Das Problem war definitiv, dass wenn die abends fahren, dann fangen die erst um 5, 5:30 an und da ist es halt dann schon stockfinster. Und habe dann auch mal gefragt, ob sie auch mal irgendwann morgens fahren, so in die Morgendämmerung. Da hieß es ja, wenn es schneit, fahren sie morgens, wenn es nicht schneit, fahren sie abends. Und dann kam halt irgendwann der erlösende Anruf, hey, wir fangen morgen um 4 Uhr an zu arbeiten, komm doch vorbei und fahr mit. Und da sind dann eigentlich auch die meisten Fotos entstanden, weil irgendwann hat es dann ein bisschen aufgehört zu schneien und es hat dann gedämmert und wurde langsam hell und das war dann schon sehr dankbar. Ja, mir fällt, also ich habe dieses Bild gesehen, wo du quasi mit den Schneeflocken und dann diese, ich glaube, diese blaue, das Hauptfoto, glaube ich, genau. Ist das. Das fand ich ganz cool. Also da bin ich eigentlich drüber gestolpert. Ich werde es auf jeden Fall auch verlinken. Also ich finde die schon relativ geil und auch halt die Geschichte. Also nicht nur ein Foto, sondern auch die Geschichte zum Foto dahinter. Ja, und es war halt quasi, war es auch nur unter Prüfungsbedingungen, was eigentlich auch nur dazu kommt. Aber hat richtig gut funktioniert. Heißt Prüfungsbedingungen, da war jemand hinter dir oder war Prüfungsbedingungen einfach? Ich habe halt gewusst, dass ich jetzt 2 Wochen Zeit habe. In den 2 Wochen muss ich die Fotos hinkriegen. Muss es passieren, egal was ist. Es gab dann Klassenkameraden oder Klassenkameradinnen, die haben halt dann von mir aus eine Porträtserie über Kickboxer gemacht im Studio. Ja. Einen Tag gut. Und dann ist es halt geschossen. Und das war bei mir halt schon ein bisschen ein Nervenkitzel mit dabei. Aber ja, eigentlich schöner und interessanter. Definitiv. Weil Kickboxer kann ich auch in Berlin machen, genau. Pistenraupen eher weniger. Genau. Du hast Nikon D3S. Genau. Was hast du sonst noch für Equipment? Also was ist so dein Lieblingsobjektiv, womit du jetzt an den Berg gehst? Ich habe eigentlich fast nur Festbrennweiten. Welche hast du da? Jetzt kommt der Fotograf auch an mir durch. Einmal 16 mm Fischei von Nikon, okay. Dann 20 mm. Dann 50 mm, 85 mm, dann 70 bis 200, dann 300 mm und 400 mm. Wenn du jetzt nur 2, eins mitnehmen dürftest und du würdest hier jetzt morgen den Ultra Trail fotografieren, welches nimmst du? 20 mm. Warum? Ich fotografiere einfach unglaublich gern mit Weitwinkel, vor allem wenn das jetzt so ein Berglauf oder Trailrunning oder weiß ich was, dann will man natürlich auch was von der Landschaft mit drauf kriegen und da bietet sich natürlich ein Weitwinkel einfach viel mehr an wie jetzt ein Tele. Wenn du mich jetzt fragen würdest, was würdest du mitnehmen zum Allgäu-Triathlon, dann würde ich wahrscheinlich sagen 70-200. Okay. Muss halt immer entscheiden. Und was hast du noch?
Blitz, hast du vorhin im Vorgespräch kurz gesagt, ist so deine beste Anschaffung, die du seit langem gemacht hast. Was hast du da für einen? Also ich habe halt zwei Systemblitze von Nikon und so von Yongnuo oder so. und dann nur den Elinchrom Quadra. Und das ist halt, ein Porti, also mit großem Akku-Pack und Blitzkopf und so weiter. Ist aber trotzdem relativ leicht. Und er hat halt schon Mordspower. Heute zum Beispiel, da hat man auch an dem Spot, wo ich war, hat man einfach ziemlich Gegenlicht oder Licht von der Seite gehabt. Und wenn man halt dann, sag ich jetzt mal, nicht dazu blitzt, dann entweder sind halt die Sichter, sind sie im Gesicht total dunkel oder der Hintergrund ist total hell. Und deswegen ist es halt, gerade für sowas wie heute, ist es halt echt Gold wert. Also bei Gegenlicht, also Blitz bei Gegenlicht und bei dunklen Situationen, oder? Also, ja, kann man so sagen. Man kann da halt auch einfach den Menschen einfach nochmal so ein bisschen so einen Kick ins Gesicht geben, dass das Gesicht halt einfach nochmal einen Ticken heller ist wie der Rest. Man kann die Bilder mächtig dramatisch aussehen lassen, indem man zum Beispiel dann den Hintergrund ein bisschen unterbelichtet. Man hat einfach echt viele Möglichkeiten, coole Fotos zu machen mit dem Blitz. Es ist aber nicht gesagt, dass ich immer Blitz nehme. Nee, aber so ein bisschen, finde ich, ist es schon dein Stil. Also wir haben ja beide letztes Jahr fotografiert beim Ultra Trail. Genau. Und sind beide auch auf der Webseite verewigt mit unseren Bildern. Aber ich glaube, so ein bisschen sieht man schon, wem welche Fotos zugehörig sind. Weil ich bin jetzt jemand, der einerseits aus Faulheit, weil ich den Blitz nicht mitschleppen will, und andererseits... Ja, wir blitzen jetzt nicht so gerne. Also man merkt schon den Unterschied. Was nur besser ist, das ist natürlich Geschmackssache, das ist immer. Klar, also diese Dramatik, die ist natürlich nicht wegzudiskutieren, oder diese Dynamik, auch wenn jetzt jemand blitzt und der ist gerade eine Bewegung drin oder sowas, ist das natürlich auch geil. Aber bei mir ist es wirklich so, dass ich eher versuche, mit dem natürlichen Licht irgendwie, wenn es dunkel ist, klar, da ist es dann natürlich scheiße, aber... Also, was halt grauenhaft ist, ist der Blitz auf der Kamera. Also... Wenn, dann muss der Blitz runter von der Kamera und irgendwo links hin, rechts hin oder. Deswegen schleppst du auch dein geliebtes Holzstativ immer mit. Ganz genau. Also, ich hätte jetzt auch ein Lampenstativ mitnehmen können, aber das Lampenstativ hat einfach feste Füße. Und wenn man jetzt natürlich irgendwo in den Bergen ist, dann kann ich natürlich nicht das Stativ aufstellen, das würde einfach umkippen. Und deswegen das normale Stativ, weil da kann ich die Beine verschieden einstellen und dann. Genau, dann funktioniert das auch. Jetzt mal weg von der Fotografie, bleiben wir mal bei den Tätigkeiten. Läufst du selber oder bist du gerne in den Bergen unterwegs? Also ich bin selber sehr gerne in den Bergen unterwegs. Lauf auch hin und wieder mal, aber jetzt nicht so regelmäßig, weil wenn ich halt dann schon beim Arbeiten, keine Ahnung, 15 Kilometer mit schwerem Rucksack auf dem Rücken rumgelaufen bin, dann habe ich abends eigentlich eher weniger Motivation, jetzt nur 15 Kilometer laufen zu gehen. Genau. Und was ist da so dein schönster Bergmoment, den du jemals erlebt hast, oder das Bergerlebnis? Da gibt es eigentlich viele. Gerade irgendwelche Sonnenaufgangstouren, Sonnenuntergangstouren, meistens irgendwie in Begleitung von irgendwelchen Kumpels oder sowas. Das ist dann jedes Mal so ein eigenes Erlebnis. Sei es, wenn man jetzt im Herbst irgendwo zu Sonnenaufgang durch irgendein Tal läuft, die Hirsche schreien hört oder grölen hört, das ist einfach super cool. Also, aber das eine Bergerlebnis gibt's jetzt nicht. So nicht. Ist meistens irgendwie ein Erlebnis. Okay, jetzt gibt es nicht das eine Bergerlebnis, was so super toll war, aber vielleicht ein Bergerlebnis, wo du sagst, möchte ich nie wieder haben, das war richtig eklig, das war richtig scheiße, das war nie wieder. Es ist mal eine Kuh auf mir losgegangen. Eine Kuh? Eine Kuh. Was hast du dann gemacht? Weggelaufen? Ja, also die hat mir dann schon erwischt und dann bin ich erstmal auf dem Boden gelegen und dann halt habe ich dann, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie ich es gemacht habe, irgendwie aufgestanden und über den Zaun drüber gesprungen. Okay. Genau. Also Kühe sind nicht so deine Freunde. Seitdem habe ich ein bisschen ein mulmiges Gefühl, wenn ich durch eine Kuhherde laufen muss. Kenne ich jemanden, dem das noch genauso geht? Liebe Grüße an Jörn. Man kann jetzt auch nicht sagen, dass ich jetzt halt so Touri-like hingegangen bin zu Kuh, die Kuh irgendwie
gestreichelt. Die war einfach ein Selfie drauf gemacht. Ja, die war einfach angepisst. Warum will der Depp jetzt da zu Sonnenuntergang noch auf den Berg hochlaufen? Mit schwerem Rucksack und viel Kameraequipment. Hat dir wohl nicht so getaugt. Sehr geil. Gut. Jetzt interessiert mich nochmal ein was, und zwar deine Selbstständigkeit. Was war der ausschlaggebende Punkt, dass du gesagt hast, ich gehe aus der sicheren, also wenn man so will, sicheren Festanstellung raus und mache mich selbstständig? Das ist ja doch ein großer Sprung. Das war eigentlich für mich schon ganz klar, dass ich mich irgendwann selbstständig machen will, als ich die Ausbildung angefangen habe, beziehungsweise als ich beschlossen habe, dass ich Richtung Fotograf gehen will. Übernommen hätte man mir jetzt auch nicht, weil festangestellte Fotografen bei der Zeitung sterben langsam aus. Eigentlich wollte ich es dann erstmal so machen, dass ich mir erstmal nur selbstständig mache und dann direkt nur die Meisterschule dranhängen und wollte dann nur Meister machen. Das wäre dann letztes Jahr halt ein halbes Jahr gewesen, aber dann hat man letztes Jahr hat man dann kurzfristig die Meisterklasse gestrichen und hätte dann dieses Jahr die Möglichkeit gehabt, ab September auf die Meisterschule zu gehen, aber dann habe ich, also ich wollte halt eigentlich auf die Meisterschule gehen, weil man da halt dann schon nochmal ein bisschen Handwerkszeug lernt, um selbstständig zu sein. Aber da man die dann gestrichen hat und die jetzt seit einem Jahr eigentlich gut davon leben kann, hat sich jetzt da auch keine Lust, nochmal ein Jahr auf die Schule zu gehen. Und was sind da so deine Hauptauftraggeber? Also die Allgäuer Zeitung, für die machst du viel, und was noch? Also für die Allgäuer Zeitung, das ist halt so mein gewisses fixes Einkommen im Monat, wo einfach super gut ist. Ich mache dann nur so für die Allgäuerin, heißt das Magazin zum Beispiel, für die mache ich auch öfter was. Ja, es gibt einfach verschiedene Firmen, für die ganz verschiedene Sachen mache. Und ich stehe jetzt halt nur relativ am Anfang. Habe mir aber jetzt auch, glaube ich, schon mal einen ganz guten Kundenstamm aufgebaut. Genau. Und wie stehst du zu diesem ganzen Thema Stockfotografie? Also, dass du quasi wirklich das, was wir vor uns schon mal hatten, so auf dem Berg übernachten, damit du den tollsten, besten, grandiosesten Sonnenaufgang hast, und den verkaufst du dann bei Getty Images und Co.? Ja. Lohnt sich das? Nee. Würde ich jetzt nicht sagen. Also es lohnt sich dann eigentlich erst, wenn man wirklich richtig, richtig viel verkauft, beziehungsweise, nee. Also da muss man schon, landschaftsmäßig muss man halt schon richtig, richtig, richtig gut sein. Und genau. Wunderbar. So, jetzt kurz vorm Abschluss noch ein paar schnelle Fragen, die jeder Gast bei mir gestellt bekommt. Berge oder Meer? Dein Favorit und warum? Berge. Definitiv Berge. Weil du hier aufgewachsen bist oder einfach könntest du dir das nicht vorstellen, am Meer zu wohnen oder zu leben? Bräuchte es nicht unbedingt. Also Berge, also mich fragt man auch oft, ja, wie schaut's mal mit Weggehen aus dem Allgäu oder sonst was, aber irgendwie will ich ja gar nicht weg, weil man lebt hier im Paradies. Und in der schönsten Sackgasse der Welt. Genau, in der schönsten Sackgasse der Welt. Und irgendwie will ich gar nicht weg. Also ich hab's dann schon auch mal gemerkt, in Kempten haben mir dann schon die Berge gefehlt. Und in Kempten sieht man ja eigentlich schon die Berge, aber jetzt mal irgendwie schnell nach Feierabend nur irgendwo hochlaufen oder sonst was, da muss man halt dann erstmal eine halbe, dreiviertel Stunde wieder irgendwo hinfahren. Nee. Und das schätze ich jetzt zum Beispiel unglaublich in Immenstadt. Da muss ich einmal unterm Bahngleis durchlaufen und schon bin ich auf dem Weg Richtung Immenstädter Horn, Mittag und so weiter. Oder kann mir einfach, genau, oder kann mir einfach kurz mal aufs Fahrrad schwingen, fahre 5 Minuten und kann nach Feierabend mal schnell in den Alpsee springen. Oder, also das schätze ich da dann schon ziemlich in Immenstadt. Das ist echt cool. Genug neidisch gemacht. Stell dir vor, du würdest 3 Monate lang auf einer einsamen Almhütte sein. Es gibt keinen Besuch. Du bist einfach nur für dich da. Was würdest du machen? Ich würde wahrscheinlich erstmal nichts machen. Erstmal entspannen, draußen hocken und die Ruhe genießen. Ich hoffe, die ist ruhig, die Berghütte. Ja, einsam und ruhig. Dann will ich erstmal die Ruhe genießen und erstmal wahrscheinlich nichts machen. Und dann will ich wahrscheinlich schon irgendwann, nach 2 Wochen wird es mir dann wahrscheinlich schon wieder zu langweilig werden und würde dann wahrscheinlich irgendwie meine Kamera auspacken oder irgendwie sowas in die Richtung machen.
weil es halt doch irgendwo mein Beruf und doch auch irgendwie mein größtes Hobby und... Also quasi der Beruf und Berufung in einem. Genau. Welches Gadget darf in den Bergen, also wenn du in die Berge gehst, nicht fehlen? Er fällt mir spontan ein, die Gipfelhalbe. Okay. Man könnte jetzt natürlich auch sagen, Verbandskasten und so weiter und so fort. Aber Kamera. Das hat mehr, Kamera. Ja, wobei es gab eine Zeit, da habe ich eigentlich dann, wenn ich so privat im Berg gegangen bin oder mit Freundinnen oder sowas, da habe ich dann, gab es dann schon auch Zeiten, wo ich keine Kamera mitgenommen habe. Okay. Weil ich halt einfach zu faul war, das schwere große Ding mitzuschleppen für das, dass man es dann wahrscheinlich eh wieder hochträgt, weil Fotos macht, wieder runterträgt. Dafür habe ich jetzt noch so eine kleine Lumix, die ich auch zum Laufen mit oder GoPro. Ich habe mir jetzt eine Olympus OMD gekauft. Das ist halt eine Systemkamera. Die ist klein. Viele sagen, die ist schwer. Ich finde sie leicht. Passt in jeden Rucksack und ist super. Also, genau. So, Internet, drei Top-Blogs oder Webseiten, wo du gerne drauf bist, die du empfehlen könntest. Das ist ein bisschen schwer, also zum Thema Berge lese ich ganz gern mal bei der Uli Gunde. Die liebe Erika. Die liebe Erika, genau. Ja, sonst suche ich, wenn dann eigentlich speziell irgendwas und da gibt es nicht irgendwie den Blog oder die Website oder sonst was, also ganz unterschiedlich. Okay. Was empfiehlst du gegen Bergweh für alle Leute, die jetzt nicht wie du den Luxus haben, jeden Tag in dieser Traumgegend hier aufzuwachen? Man könnte jetzt natürlich sagen, ja, Fotos anschauen oder sowas, aber ich glaube, durch Fotos anschauen wird das Bergweh dann wahrscheinlich noch mehr geweckt. Ja, schwierig. Bin Gott sei Dank nicht in der Situation. Kann jetzt keine Tipps geben. Okay, dann gucken wir mal, wie wir das machen, wenn du doch mal irgendwie ans Meer kommst oder sowas. Wie du dir dann behilfst, da bin ich gespannt. Okay. Ja, mal kurz geht schon, aber wenn es dann länger wird, da habe ich dann nicht so Lust drauf. Aber man weiß ja nie, was nur kommt. Kann sich ja auch noch alles ändern. Genau. So, und als letzte Frage, wen würdest du denn gerne mal hier im Podcast hören? Ja, könnte man jetzt mal sagen, die Uli Gunde, oder? Die Erika, okay. Genau, aber ich glaube, da hast du ja mal was gesagt, dass es eh schon geplant ist. Ich hoffe, es war jetzt für den Montag geplant, aber ich glaube, nach dem Lauf morgen bin ich nicht mehr fähig, dass ich am Montag irgendwas machen kann. Voll. Von daher habe ich das leider stornieren müssen. Aber okay. Sie ist auf jeden Fall auf dem Plan. Irgendjemand anders noch, wo du sagst... Vielleicht mal den Mischa. Den lieben Mischa, der ist gerade auf Deutschland-Tournee, ja? Genau. Hei. Ja, wenn, sollte noch jemand einfallen, freue ich mich, aber das genau. Sind ja schon mal zwei genau. Große, ja, große Namen. Genau. Super, ich danke dir, Dominik, ich dass du mir so viel erzählt hast über deine Fotografie, über deinen Werdegang und es war super spannend und ich bin gespannt, ob es den Leuten auch einiges nahegebracht hat, gerade im Thema Blitzen. Ja. Ich danke dir, Dominik, und bis Kein bald. Kein Problem. Ich hoffe, dass du die morgen dann beeilst, damit ich den auch noch fotografieren kann. Ich werde mich feilen, auf jeden gut. Fall. Hoffentlich ohne Blitze. Genau. Von oben. Also dann, ciao, ciao. Jo, ciao. Schön, dass du bei dieser Episode des Vitamin Berge Podcast dabei warst. Ich hoffe, es hat dir gefallen und du konntest etwas mitnehmen für dich. Die Links, die Mitschrift und ein paar Bilder sowie das Video findest du in den Shownotes unter vitaminberge.de/007. Wenn dir Vitamin Berge gefällt, freue ich mich über dein Like auf Facebook, Twitter oder Instagram und eine Bewertung bei iTunes. Gerne hinterlasse auch dein Feedback zur Episode, damit ich den Vitamin Berge Podcast noch besser machen kann. Schick mir eine E-Mail oder schreibe einen Kommentar. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.